All right, ladies and gents boys and girls live and direct from new york city i'm at one world observatory see forever but that's not what i'm telling you i did a video interview we're going to launch it in two parts it's with my boy dominic gronen who just launched a new clothing brand i just felt the energy the sun the good vibes the good views so check out this interview which will be after this small introduction Bear with me and uh, you're in for a treat. Peace. Liebe, liebe Leute, schönen guten Abend. Wir sitzen hier heute Abend mit Dominik Grönen. Und er hat was, der hat ganz frischen Shit, den wir heute euch mal vorlegen, nahelegen und zeigen werden. Dominik, stell dich mal einfach selber vor. Ja, ich, also erstmal äh, finde ich cool, dass wir zusammen. Dieses Video aufnehmen, Auf vor allen jeden Fall. Dingen. Äh, vor allen Dingen auch, äh, weil es, sag ich mal, in so einem Interviewformat immer ein bisschen mehr Spaß macht und da halt auch ein bisschen äh, lockerer Safe. ist. Safe. Und ähm, ja, also was soll ich sagen? Also im Grunde genommen, ich bin äh, ja Gründer von verschiedenen Startups, mache das schon mein, mein äh, ganzes Leben über. Und ähm, ja, bin jetzt halt, sage ich mal, seit äh, kurzem, also seit ziemlich genau einer Woche, haben wir die ähm, die Klamottenmarke Daily 5 M gelauncht, was für mich halt äh, get dropped, get dropped, Leute, was für mich halt äh, ja einfach ein, ein Riesen Meilenstein ist und äh, wo wir wo wir lange Arbeit reingesteckt haben. Ja, ich fühle, das ist auch krass. Der Boy hat äh, eure Wenigkeit hier schon mit einem schönen Shirt, einen kleinen Hockup gemacht. Und äh, der Boy ist rausgegangen und die Klamotte ist, ist dicker als die meisten, weil sie hat wie viel Gramm? 300. 300 Gramm, Leute. Das ist, als wenn ihr noch einen Hunderter oben drauf kriegt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist richtig schnieke. Ja. Ich fühle den. Ja. Äh. Ähm, ja, Mann. Erzähl doch einfach mal, gib uns mal ein bisschen Background. Ich meine, man, man wacht ja nicht einfach um 5 Uhr morgens auf und nur so eine Klamottenmarke fällt einem im Schoß. Okay, du bist. Hast schon Startup-Erfahrung natürlich vor der Klamottenmarke gehabt? Hast auch erfolgreich ein, zwei Startup verkauft? verkauft Sehe ich das so richtig? Und ähm, ich finde, erzähl den, erzähl den Leuten doch mal, warum 5EM. Das wäre mal interessant, das zu hören. Also im Grunde genommen ist es halt so und das zieht sich, äh, zieht sich halt wie so ein roter Faden durch, äh, durch mein Leben, dass ich immer schon, sage ich mal, ein Frühaufsteher war. In. Das hat so ein bisschen auch so mit den Anfängen meiner Laufbahn und Karriere zu tun. Wann ging das los mit dem Frühaufstehen? Ähm, also im Grunde genommen habe ich halt ganz am Anfang äh, so in den ersten zwei, drei Berufsjahren einen Mentor gehabt. Okay. Und der hat mir halt so verschiedene Sachen mit auf den, auf den Weg gegeben, unter anderem eben auch dieses Thema. So, da war ich so, würde ich mal sagen, so Mitte 20. Okay. Äh, und das habe ich im Grunde genommen durchgezogen. Und er meinte, es wäre besser für dich, früher aufzustehen, weil du mehr gebacken kriegst, oder? Weil du deinen Tag anders anfängst, oder warum? Genau, im Grunde genommen halt einfach, weil man eben gerade im, sage ich mal, wenn man früher aufsteht, ja, eben noch so noch, äh, ja, also alles ist ruhiger. Mhm. Also ich mag zum Beispiel persönlich auch diese Ruhe einfach am Ja klar. wahrscheinlich in unserer schnelllebigen Zeit heute, ja. die geprägt ist von E-Mails und äh, Nachrichten und Push äh, und Telefonanrufen und so ist das halt für mich immer so mit die coolste Zeit, weil es halt auch alles so super, super ruhig ist. Ja, so soll man sich auch mal so vorstellen. Und wenn man sich heute unseren Alltag vorstellt, ähm, früher hätten wir eine Sekretärin gehabt für die ganzen E-Mails, wahrscheinlich noch einen Assistenten und um Papierkram zu machen. Und heute macht man alles alleine. Insofern fühle ich das, wenn man so eine Art Morgenroutine hat und damit anfängt. So, also das war so, das war deine Zeit, wo du dann angefangen hast, Früher aufzustehen. Wie hat sich das denn angefühlt? Bis wann, bis wann hast du denn sonst normalerweise geschlafen? Ich ja, habe sonst auch nie lange geschlafen, aber es hat mir halt mehr Struktur gegeben. Ja? Also ich sag mal, dieses frühe Aufstehen war für mich dann auch einfach so, okay, ich habe morgens mehr Ruhe. Ja, Also ich kriege halt. Bestimmte Dinge, die kann ich halt noch machen. Ich muss nicht irgendwie Hektik oder mich morgens abhetzen oder sowas. Also, das war halt immer für mich so ein Thema, wo ich gesagt habe, das finde ich halt immer äh, mega. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch äh, eine Disziplin, also auch. Die, man, die man einfach an den Tag schlägt. Natürlich. Und ähm, dann, okay, jetzt wissen wir ja, irgendwas ist das in dein Leben gekommen. Wie ist das in deine Klamottenmarke eingeflossen? Ich meine, ich kann es mir vorstellen, aber vielleicht erzählst du, so, gibst du uns mal ein bisschen mehr Background da. Also, am Ende hat also jeder, der mich kennt und jeder, der aus meinem Umfeld kommt, also vor allen Dingen auch, sage ich mal, Family, mein Bruder, äh, mit dem ich halt äh, alles zusammen mache, äh, jeder weiß, glaube ich, welchen, welcher Bestandteil für mich das Thema Fashion und Klamotten hat. Okay. Also, ich war immer jemand, seit ich eigentlich denken kann, und da komme ich mal ganz an den Anfang zurück. Ich habe okay. äh, damals, ähm, weiß ich noch, meine ersten Nikes habe ich gekauft. Ich habe immer Nebenjobs gehabt. Wie alt warst du da? Da war ich so 15 ungefähr. Okay, sagt ja. So, und hab dann quasi einen Nebenjob gehabt in der Gastronomie und hab mir dann quasi dieses Geld eben auch, äh, ja, also ziemlich genau kann man eigentlich sagen, ich habe fast alles in Klamotten ausgegeben. Ja. Okay. Ich habe äh, viel, viel Geld immer für Schuhe ausgegeben und für andere Sachen, für Jacken und Shirts und Hoodies und was auch immer. Und habe mich halt auch immer sehr gerne mit diesen Dingen halt beschäftigt. So, und dann bin ich äh, mit 16 als Austauschschüler in die USA gekommen. Ach, du warst schon hier. Okay. Und war das erste Jahr da und äh, okay. zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass man halt so Sachen wie Tommy Hilfiger oder andere Marken super günstig in Outlets und ja klar, klar, und, also, klar. Heute ist das nicht mehr so, also ähm, nicht mehr in der Art und Weise. Aber früher war das halt so und wie ich Na, 16 in die USA gekommen bin, war das für mich halt, ich sage jetzt einfach mal ein Schlagaffenland so. Okay. Wo warst du dann in USA? Ich war in äh, ich war in Arkansas. Oh, Arkansas, der Middle of Nowhere. Und ähm, da habe ich dann halt äh, ja auch einfach äh, viel eben hier kennengelernt. Ja. Ne? Also ich bin dann halt auch mit super vielen Klamotten zurückgekommen. Und ich habe mich halt, ja, immer, weil ich denken kann, ich habe das, hab mich immer für Klamotten interessiert. Ja. Und dazu kam noch, dass ich halt früher, genauso wie heute, einfach Hip-Hop-Lied. Ja, nochmal mit Hip-Hop aufgewachsen. See. Und auch hier war es ja so, dass, sage ich mal, Klamotten oder auch Bekleidung immer eine krasse Rolle gespielt hat. Genau. Ja, ich glaube, in keiner Musikrichtung so extrem, äh, also wenn du dir jetzt Techno oder House oder sowas anguckst, dann hat halt äh, Fashion nicht so einen Impact wie bei Hip-Hop. Okay, okay. Ja. Aber weißt du, was mich mal interessieren würde? Warum haben dich Klamotten so interessiert? Hast du da ein Gefühl für... Express yourself. Ja, finde ich, find ich auch. Es, es, es war immer für mich, sich auszudrücken. Also, ja. heute fragen mich die Leute ja auch Tattoos. Also, ich kann, kann eigentlich sagen: also Klamotten, ja äh, Tattoos. Äh? Äh, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe: Okay, ich muss jetzt das und das machen, damit ich auffalle. Das hat sich einfach über die Jahre so entwickelt. Und für mich war das halt immer etwas, wo ich sage: Okay, ich drücke mich halt darüber auf. Ja. Ne? So, die, die, das zieht ja auch Leute an oder stößt Leute ab. Zum Beispiel, als ich dich gesehen habe und dachte ich so: Der Boy könnte Familie sein. Weißt du, ich meine? So, so, und dann habe ich da einen Vibe gehabt und dann war alles gleich klar für mich, so. Ja. Und dann haben wir auch einen Tag miteinander verbracht denn ja. hier im Pacific Beach am Strand ging ja. schnell dann. Ja. Fühle Ja, und für mich, wie gesagt, das ist es immer so gewesen und ich, ich weiß auch noch, ich habe ja zwischenzeitlich dann auch mal einen Job gemacht, ähnlich wie du heute, sage ich mal, wo ja, man ja. irgendwie Anzug und Krawatte im Dayjob trägt, ja. So, und auch da, und auch da war es halt so, dass mich das Thema auch nicht losgelassen hat. Ja, ja. Also, ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich im Grunde genommen einen Anzug getragen habe, dann habe ich äh, ein Einstecktuch, Manschettenknöpfe <laughs> in Socken in ein und derselben Farbe gehabt. So, und ich wenn ich jetzt pink meine ja, ja. Manschettenknöpfe waren, dann ja. war das Einstecktuch pink und auch die Socken. Ja, Also es ist stabil. Sag mal, hast du davon noch ein Bild? Weil das würde ich gerne, dass wir es hier. hier habe ich, gibt es auch auf jeden Fall noch irgendwo geil. auf Google und sowas, dann können wir vielleicht mal einblenden. Also der also, ein oder andere, der wird auf jeden Fall sich. Das wäre richtig stabil, so, glaube ich. Und ich guck mal, ob ich auch noch eins von mir habe. Dann machen wir ein bisschen Internet so Aber cool, okay, das fühle ich. Das kann ich jetzt auch besser verstehen. Und ich glaube, ja, die Audienz, die unsere Zu Zuschauer werden das auch fühlen. Und sag mal so, was ist denn jetzt, was steht hinter der Marke? Okay, 5 am halb früh aufstehen und so weiter und so fort. Aber was steht, hinter, was steht hinter der Marke? Wofür steht die Marke? Also unser Claim ist im Grunde genommen, uh, because success is found in early mornings. Yes. Wir sind der festen Überzeugung, dass uh, der, der, der Morgen oder die Morgenroutine entscheidend dafür ist, wie du so deinen Tag verbringst. Und äh, deswegen steht im Grunde genommen, sage ich mal, die Marke einfach für diese Magie des Morgens. Ja, yeah, wenn ich zum yeah. Beispiel hier jetzt morgens aufstehe ähm, und ich und ich stehe halt immer super früh auf. Yeah. Ich mag das einfach, wenn die Sonne aufsteht yeah, auch nicht so busy ist. Ja. Es sind noch nicht viele Leute auf der Straße, ja, noch nicht yes, viele yeah. Autos. Das hat halt eine gewisse Magie, zumindest ich auch. Ich. Ja. und äh, deswegen äh, sagen wir, also das steht auf jeden Fall für diejenigen, die eben auch eine bestimmte Magie mit einer Morgenroutine verbringen. Und eine ja. Morgenroutine kann ja die unterschiedlichsten Ausführungen jetzt haben. Ja, klar. Ja? Der eine steht morgens auf und sagt, ich gehe erstmal eine Runde joggen. So. Oh. Der andere sagt, ich stehe morgens auf und ich, ich mache hier. irgendwie Meditation, ja. Yoga, ja, oder ich gehe eine Runde mit dem Hund. Also ja, aber ich glaube einfach, dass diese Morgenroutine so entscheidend auch dafür ist, wie ein Tag verläuft einfach. Klar. Ja, so. Und äh, deswegen ähm, ist es einfach so, dass wir sagen, okay, dies, deswegen haben wir auf der Brand einfach den Namen gegeben, also Daily 5 am Okay. Ähm, einfach dieses, äh, dieses Gefühl, eben dann auch so ein Stück weit jeden Tag mitzunehmen. Äh, mitzunehmen, ja. und, äh, Genau. Sehr fresh. Also ich meine, so, ich finde, ich persönlich finde das so, wenn man sich ins Spiegel guckt und seine Klamotten fresh sind, dann fühlt man sich auch geiler. Also ich auf jeden Fall. So weißt du, das kann auch ein Anzug sein. Ich trage jetzt nicht gerne Anzug ihn tag ja aber wenn ich mich mal halt auch fein anziehe dann bin ich natürlich auch genau wie du color koordiniert dann gucke ich mich an und denke mir so der boy ist fresh ja. und dann feiere ich mich schon selbst wenn ich losfahr in meinem auto ja. zu meinem meetings so weißt ja. du dann mag ich das ja.